Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Siegfried Eichhorn und in dem Video zeige ich euch, wie ihr eure Kamera richtig beim Fotografieren haltet, damit ihr verwacklungsfreie Bilder bekommt. Jeder kennt das Problem, man kommt zum Beispiel aus dem Urlaub nach Hause und einige Bilder sind verwackelt. Mit dieser optimalen Haltung der Kamera zeige ich euch, wie die Bilder nicht verwackeln, denn gerade bei schwierigen Lichtsituationen, zum Beispiel in der Dämmerung, wenn es dunkel ist und man muss einfach länger belichten, verwackelt man die Fotos, wenn man die Kamera zum Beispiel irgendwie so in der Hand hält und einfach so drauf losschießt. Wichtig ist, die Kamera stabil zu halten und die Stabilität kriegt ihr, indem ihr euren Ellenbogen und den Körper richtig einsetzt. Das heißt, ihr fasst die Kamera oder das Objektiv mit der linken Hand von unten an, die linke Hand trägt die Kamera und gleichzeitig sollte sich der Ellenbogen hier auf der Brust oder auf dem Bauch abstützen. Die rechte Hand umfasst den Griff und den Auslöser und für ein verwackelfreies Foto braucht man dann auch in dem Moment einen ruhigen Atem und einen sanften Auslöser. Ich stabilisiere jetzt wirklich mit dem linken Ellenbogen die Kamera am Oberkörper. Die rechte Hand sollte auch oben anliegen. Und so bin ich jetzt recht stabil, atme leise, leicht und mache das Foto. Also das ist wirklich die optimale Haltung, wenn man aus dem Stand fotografiert. Wenn man hochkant Fotos machen will, funktioniert es genauso. Ihr haltet die Kamera hochkant, haltet das Objektiv wirklich fest, stützt hier den Ellenbogen auf der Brust auf und versucht möglichst ruhig die Kamera zu halten und dann in dem Moment abzuschießen. Verwackelte Bilder braucht keiner. Ihr könnt immer noch, wenn die Kamera wirklich hier angelegt ist, in der Höhe variieren mit der rechten Hand. Die rechte Hand führt die Kamera, die linke Hand stabilisiert die Kamera. Ein paar Fotografie-Tipps nehmen wir auf. Ja, hier ist eine schöne Umgebung. Da kann man schön was aufnehmen. Ja, und ihr müsst nicht nur auf die Arme achten und auf den ruhigen Atem, schaut auch auf eure Beine oder auf die Füße, dass die wirklich schulterbreit stehen. Das ist auch wichtig, um einen optimalen und ruhigen Stand zu kriegen. Und wenn ihr bodennah fotografieren wollt, zum Beispiel Blümchen, dann versucht auch hier die Ellenbogen auf die Knie aufzustützen. Dann bleibt die Kamera um einiges stabiler, als wenn ihr es einfach nur so machen wollt und mit dem Display arbeitet. Also ich zeige es euch, wie mache ich es. Legt die Kamera auf, halte die von unten am Objektiv fest, leg an, atme leise langsam durch, halte den Atem vielleicht auch an. Zack, Bild ist im Kasten. Wenn ihr zum Beispiel unten am Boden fotografieren wollt, ist es auch wichtig, die Ellenbogen aufzulegen. Erst dann ist die Kamera wirklich stabil und so gelingt euch auch das Foto aus der Perspektive. Ich sehe immer wieder Leute, die fotografieren wirklich so aus der Hand. Und wenn man keinen internen Kamerastabilisator hat, wird das Bild nichts. Es wird verwackelt sein. Ja, und die allerbeste Kamerahaltung bringt euch in sehr, sehr schwierigen Lichtsituationen gar nichts. Denn wenn die Kamera zum Beispiel 1 oder 2 Sekunden lang belichten will, zum Beispiel am Abend oder in der Nacht, da braucht ihr wirklich ein Stativ, um ein verwacklungsfreies Bild machen zu können. Es gibt so eine Regel, die 1:1-Regel heißt, wenn ihr ein Objektiv mit zum Beispiel 200 mm Zoom vorne drauf habt, dürfte auch nicht länger als 1/200 belichten. Ich hoffe jetzt, dass ich vor allem Fotografie-Anfängern ein paar hilfreiche Tipps geben konnte. Wenn du das Video cool fandest, abonniere meinen Kanal. Ich würde mich riesig über Zuspruch freuen. Bis bald, euer Sigi.